Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wo habe ich es denn hingemacht? Ach, hier. Nee, das sind sie nicht. Hier sind sie. So, ist auch das letzte Video in der Reihe. Das sind die Vinyls, also von PlayVital, also die Aufkleber für Controller und Xbox. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Wir haben halt ein Tuch zum Saubermachen des Knopfes, also Controller oder halt Xbox. Ja. Und dann haben wir hier verschiedene Größen. Wartet. Na komm her. Verschiedene Größen der Aufkleber. Ja, wie ihr seht, sind verschiedene Größen. Einmal groß, kleiner und nochmal ganz klein. Die sind natürlich deswegen so viele und so verschiedene Größen, weil das komplette Paket ist für die Xbox Series X, Series X, Xbox 1, Xbox 2, nee, Xbox 1S. Oh Gott, steht hier alle drauf. Xbox 1, Xbox 1S, also wird die One sein, Xbox One, Xbox One S, Xbox Series X, Xbox Series S, Powerlight. Ja, und hier hinten halt kann man dann nochmal sehen, das ist halt für die große, für die Series X, Series S, Xbox One und Xbox One X, das ist dieses Jahr ein Stück kleiner, und dann für die verschiedenen Controller haben wir dann auch noch was zum Aufkleben. So, und das wollen wir jetzt gleich machen. Ich werde dafür die Kamera jetzt hier abbauen. Werde es erstmal rankleben. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich rankleben werde. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich tendiere zu grün, dass der Knopf der Xbox grün wird. Aber genau kann ich es euch noch nicht sagen. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Aber wir wechseln schon mal in die Sicht und dann werdet ihr das jetzt gleich sehen. So, und ich habe es angeklebt. So. Sieht das geil aus, oder? Wirklich nur ein simpler kleiner Aufkleber drüber. Aber es sieht wirklich geil aus. Wir haben natürlich noch mehr. Wir könnten noch blau, türkis oder so. Einen Totenkopf könnten wir nehmen. Hier ist bei mir gerade der Controller. Da habe ich es auch drauf geklebt, wie ihr seht. Da habe ich das hellgrüne. Hier ist dunkelgrün. Hier ist hellgrün. Aber hier ist... Na, Batterie leer. Moment. So. Hier seht ihr das von der Seite mal so ein bisschen. Der passt nicht so ganz. Ich müsste dafür einen größeren nehmen. Moment. So. Jetzt habe ich den größeren genommen. Ich habe hier auch ja noch die hier. Aber die sind auch zu klein für den Knopf. Hellgrün. Dunkelgrün, gleiche Größe. Hier sieht man dann natürlich... Ach, Moment, die Kamera will gerade nicht scharf stellen. Seht ihr das? Ich mache mal von der Seite. Da seht ihr das, dass es ein bisschen über die Taste drüber ist. Man kann die Taste halt drücken. Aber man sieht, dass es ein bisschen drüber ist. Auch hier. Jetzt müsste es eigentlich ausgehen. Und aus. Wir können auch andrücken, alles drum und dran. Das funktioniert wunderbar. Und ja, ihr könnt euch das gestalten, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich würde das halt nur an der Xbox machen, weil hier am Controller sieht es ein bisschen doof aus, weil es drüber ist und halt, da muss man auch die großen nehmen. Da finde ich es an der Xbox halt schöner. Und am Controller kann man ja meistens, bei den neueren kann man das ja auch schon einstellen, die Farbe in der Software. So, aber nichtsdestotrotz soll es das gewesen sein. Das muss ich auch nochmal einstellen, dass ich das nochmal separat mache und das dann halt auch grün mache. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.